Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin jetzt hier gerade auf dem Weg zu den nächsten Hauptmissionen, denn ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, ich würde gerne die letzten Energiezellen besorgen. Und die ich erreichen konnte, habe ich auch besorgt. Die letzte, die mir jetzt fehlt, ist hier in Gaia's Prime. Deswegen, ja, machen wir das jetzt einfach mal gemeinsam. Ich schätze mal, vielleicht wenn ich genau an den Punkten, wo ich da mir das Ding holen muss, vielleicht dann wieder zurückgehe, mir kurz die Rüstung dann hole, dann sollte das klappen, glaube ich. Mal schauen, Leute. Auf jeden Fall, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute. Ich denke, es wird weiterhin so spannend bleiben. Ich gehe mal stark davon aus. Was wird das eigentlich hier gerade? Was mache ich da eigentlich für eine Scheiße? Hier ist nochmal Zeitlupen-Action extra für euch, Leute. Kein Problem. Wir haben natürlich Dank für euren Support. Wächter auf der anderen Seite. Und gerne weiter supporten, Leute. Wir schauen jetzt mal, warte mal. Nehmen wir das hier. Ach, das sind Fallen. Das sehe ich ja jetzt erst. Aber Fallen kann ich ja mittlerweile entschärfen. What the fuck? Eine Killermaschine, die plötzlich verschwindet. Genau, was die Welt braucht. What the fuck? Was geht denn jetzt ab? Hä? Oh, geiler Schuss, Mann. Na, schmeckt dir das? Das lässt so schön sein, ey. Komm her! Schön liegen bleiben. Was? Hab ich gesehen, er ist tatsächlich nicht gestorben. Schmeckt dir das? Ja. Das Geile ist ja, Leute. Das Geile ist, dass ich mit meinem Schlag fast jedes Vieh mittlerweile zum Hinfallen bringe. Selbst die ganz großen. Weil auf dem Weg hierhin habe ich mit diesen Krokodilviechern gefightet. Und selbst die. Wo verschwindet der Pfeil, Alter? Und selbst diese Krokodilviecher konnte ich kaputt schlagen. Damit ich denen dann so einen kritischen Treffer geben kann. So rum. Das wollte ich eigentlich erzählen. Wofür ich. Ah, ganz schlecht. Na, schmeckt dir das? Ah, schmeckt dir das da hinten? Schön auf die Fresse, ey. Bam! Alles klar. Was piept hier so, Sonne? Keine Ahnung. Okay, Leute, okay. Naja, ist ja ganz gut. Dann können wir das alles gemeinsam machen. Ey, das ist doch scheiße. Das ist doch einfach scheiße. Das Problem ist nämlich, ich weiß nicht, ich hatte beim letzten Mal geguckt, mir fehlen Kaninchenhaut. Warum mir auch immer Kaninchenhaut? Ihr wart ja dabei, als ich die kaputt geschlagen habe. Und dann Fisch. Ich weiß allerdings nicht, wo man Fisch herbekommt. Hier Waschbärknochen. Hier Kaninchenknochen, warum auch immer. Hier habe ich schon alles. Hier wieder Fischgräte. Es ist halt Rattenknochen. Also, ich weiß nicht. Ja. Werfen.
Die Fische, die nerven halt. Die Fische, die nerven. Ist halt auch das Problem, mein Inventar ist die ganze Zeit voll, das geht mir so auf den Sack. Aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wo man die Fische herbekommt. Muss man die vielleicht bei einem Händler einkaufen einfach? Kann sein wahrscheinlich, wa? Ich meine, es geht, ich habe ja mittlerweile, ich glaube, jede Sache mindestens so auf Stufe 2, wenn nicht 3 schon ausgebaut. Deswegen, das geht schon eigentlich mit den Ressourcen. Aber ja. Das ist halt immer doof, wenn man alles mitnehmen will. Und ich will alles mitnehmen. So. So wie das hier. So. Sag mal, sind das jetzt Fallen oder sind das keine Fallen? Keine Ahnung, was das ist. Das ist auf jeden Fall extrem nervtötend. Okay. Stehen geblieben. Stehen geblieben. Dein Ernst? Oh mein Gott, alter Schwede. Junge, geht mir das auf den Sack. Hier geht's weiter. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Ich bin sehr gespannt, Leute. Ich bin extrem gespannt, was jetzt hier rauskommen wird gleich. Das ist ja noch nicht das allergrößte Finale, sondern wir sind ja hier nur, um herauszufinden, wie wir Hades wegmachen. Und bevor wir Hades wegmachen, müssen wir natürlich logischerweise auch noch Elis wegmachen. Ich bezweifle, dass sie überhaupt denken. Es ist eher ein Instinkt, der sie zu ihrem Grab zieht. Okay. Übertreib halt! Übertreib! Übertreib! Ach du Scheiße! Seht ihr, ich kann selbst diese einfach mit dem starken Schlag downschlagen und dann den kritischen Treffer ansetzen. So, erster ist tot. So, alles klar. Okay, diesmal alles töten, nicht durchrennen. Kein Problem. Bin ich hier? Oh Gott! Ho! Oh,
Alter! Hallo, ist es mal möglich, das Scheißding zu treffen? Ja, natürlich, ja klar! Ja! Okay, alles klar. Komm runter. Ach ja, natürlich. Ich komm da. Nicht hoch. Bam, jawohl. Okay. Wo ist der fast Tote jetzt? Stirb! Okay. Alles klar. Eine Folge. Nur kämpfen, etwas quasi. Anderes ablegen. Alter. Was soll ich dazu sagen, Leute? Was soll ich da noch großartig zu sagen, oder? Ihr seht es ja selbst, was hier passiert. Was geht mit dem denn ab? Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Alles klar. Alles ist okay. Gehen wir weiter. Mein Gott, ey. So. Es waren ein paar Gegner. Aber nur ein paar. Das habe ich ganz gut gemeistert, würde ich sagen. Ich denke, man kann hier natürlich auch vorher hin zu dem Gaia-Ding hier. Allerdings hatte ich es jetzt gerade vor, wo hier story-relevanten Sachen passieren. Ich gehe mal davon aus, dass man vorher hin kann, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin da.
Versuchen wir jetzt einfach durchzurennen, Leute. Ich versuche jetzt einfach mal durchzurennen. Ich hoffe, das klappt. Oh Gott. Oh Gott, was ist das da vorne? Hab ich ihn abgehangen? Schnell weg hier. Oh Gott, ja. Gaias Selbstopfer. Hat das bewirkt? Den ganzen Berg von innen heraus platzen lassen? Ja, ja. Schnell jetzt. Ich habe den Weg für dich vorbereitet. Du warst schon einmal hier drin. Ein Stück weit. Du wirst sehen. Okay, boah, Leute, alter Schwede, alles klar. Der scheiß Killervogel, Leute. Du hast einen Kletterpfad vorbereitet, wo eine Armee von Maschinen auf mich wartet? Seit wann sind Maschinen ein Hindernis für dich? Wenn du fliegen könntest, hätte ich nicht mal den Kletterpfad gemacht. Ja, sorry, dass wir nicht fliegen können. Das werden wir nicht runtergucken. Nicht nochmal machen. Nicht gucken. An genau so einem Ort habe ich mir dich immer vorgestellt, Silence. Danke. Es ist eine von vielen Werkstätten, die ich im Laufe der Jahre gebaut habe. Seit Jahren versuche ich, hier hineinzukommen. Ich bohrte, ich brannte, ich sprengte. Doch wir wissen beide, dass du das schaffen wirst. Das klingt, als sollte ich mich entschuldigen. Aber nein. Ich kam nie darauf, es nicht mit Kraft zu versuchen, sondern mit einem Schlüssel. Einen in menschlicher Form. Der Mangel an Fantasie lag an mir, nicht an dir. Du hast hier wohl viel Zeit verbracht. Vor 19 Jahren zerstörte eine Explosion diesen Berg. Gaias Tod, deine Geburt. Das Echo war bis ins Anrecht zu hören. Asche verdunkelte den Himmel. Wie ängstlich sie in Meridian versuchten, das Omen zu deuten. Der Krater brannte wochenlang, aber danach war ich unter den Ersten, die hineinsahen. Mit der Zeit kamen die Maschinen, um ihn zu beschützen. Praktisch. Bald wagte sich niemand mehr her. Außer mir. Gaia sagte, dass wir sie reparieren könnten, aber bei dieser Verwüstung, wie soll das gehen? Sie sagte, die Reparatur darf erst stattfinden, wenn Hades zerstört ist. Ich stimme zu. Wenn das Terraforming-System wieder läuft, könnte Hades es als Waffe einsetzen. Durch Gaias Opfer musste er sich Wege suchen, die für ihn weniger bequem sind. Aber geht das überhaupt, ein Wiederaufbau von Gaia? Du weißt, wozu die Brutstätten fähig sind. Dass sie alle Technologien erzeugen können, um Maschinen zu bauen. Nach dem gleichen Prinzip müsste es ihnen möglich sein, Technologien zu erzeugen, um Gaia zu reparieren. Aber das dauert Jahre. Und uns bleiben nur noch einige wenige Stunden. Ich dachte, dieses Mal wärst du wirklich hier. Körperlich hier. Warum? Meine Anwesenheit ist unnötig. Du kommst auch ohne meine Hilfe durch die Tür. Du wurdest dafür geboren, nicht ich. Es wird Zeit, reinzugehen. Ja. Wenn du die Master-Überbrückung findest, hast du auch die Macht, Hades zu besiegen. Alles hängt jetzt von dir ab.
Team Master Überbrückung. Genetische Identität krass. Bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Ja? Ich muss jetzt warten. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Okay, da geht's weiter. Was haben wir denn hier? Noch ein paar Vorräte. Immer nice. Haben wir hier alles schon. Ankunftsprotokollierung Shen Mago. Willkommen in der Eishölle. Bevölkerungszahl 10. 11, wenn man Gaia mitzählt. Zähl deine Hühnerembryos nicht, bevor sie ausgebrütet sind, Schätzchen. Wir haben sie noch nicht angeschmissen. Es wird noch dauern, bis du dein Omelett essen kannst. Ich bin Veganerin, Travis. Man sollte denken, dass dir das in der langen Zeit in der Geheimbasis mal aufgefallen ist. Eigentlich sollten wir erst in 3 Wochen hier einziehen. Ist dir klar, dass ich gerade 350 Kilo Schundliteratur im Transit verloren habe? Moment mal, physische Medien? Warum hast du sie nicht digitalisiert? Nichts geht über das Gefühl, physische Medien in den Händen zu halten. Und hier drin werden wir nicht allzu viel anderes berühren. Ich wollte mir die Zeit damit treiben, sie zu aktivieren. Was ist mit dir? Mit mir? Ich werde wohl arbeiten. Meine Aufgaben werden mich gut 3 Jahre lang beschäftigen. Da ist noch viel Feinschliff nötig. Und danach, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das wirst du noch. Bist wie alt? 30? Dann wirst du wohl hier am Ende das Licht ausmachen. Stoff zum Nachdenken. Was, Veganerin? Du wirst mich noch ewig nerven. Ja. Nein, nicht ewig. Nur den Rest deines Lebens. Ja. Pass auf, wo du hintrittst. Danke für die Warnung. Ausnahmsweise mal nicht abstürzen, ne? Der hat's wahrscheinlich auch gesehen, ja. Er überwacht uns ja schon die ganze Zeit. Ah, alles klar, Leute. Wow, 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 wow. Hier ist der Punkt nämlich, Leute. Hier drinne ist die Energiezelle, die wir noch brauchen. Das müsste die letzte Energiezelle sein, um an diese alte Rüstung heranzukommen. Es ist halt die Frage, ob man jetzt wegreisen kann. Nee, kann man nicht. Oder? Doch, kann man. Kann man. Krass. Ja. Dann würde ich mal sagen, aktivieren wir mal wo ist denn das jetzt? Machen wir das schnell noch. Oder? Hier im Bunker. Ja, ich würde sagen, machen wir das nochmal schnell. Und dann gehen wir bald das krasse Finale an. Also hier ist eine Energiezelle. Dann ist eine am Anfang in der Muttersherz. Die haben wir ja auch gemeinsam eingesammelt. Dann die oben, wo wir das erste Mal die Silhouette, also diese Übertragungsdings von Silence gesehen haben. Ganz, ganz oben auf dem höchsten Turm. Dann in der Ruine, wo wir als Kind waren. Und die andere Energiezelle hatten wir nämlich auch, wo diese Schalterrätsel angefangen haben. Die haben wir nämlich auch. Wir haben ja 2 im Video auf jeden Fall, also ganz normal gezeigt, habe ich ja gezeigt. Dann im letzten Part die dritte. Die vierte habe ich alleine geholt. Das war nämlich die in der Ruine, wo wir als Kind waren. Und die letzte haben wir jetzt auch nochmal gemeinsam.
Aber wer wirklich alle haben will und nicht genau weiß, was es ist, der kann ja einfach im Internet gucken. Gibt's natürlich wie alles gibt's im Internet. Wie alles, Junge. Kaubunge! Als ließen sich die Klammern irgendwie öffnen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, den Mechanismus einzuschalten und die Klammern zu lösen. Ja, nur vielleicht. Noch zwei. Nur noch eine. Das war's. Die letzte. So. Es ist eingeschaltet. Jetzt müssen nur noch die Schalter richtig stehen. Es muss eine Art Code geben. 450 müsste normalerweise wieder rechts sein, wenn ich jetzt nicht komplett verblödet bin. Geschafft. Dann will ich mir mal. Na gut, mal sehen, was ich mit diesem Material anfangen lässt. Oh yes. So sieht die krass aus. Die sieht richtig krass aus. Die sieht ein bisschen aus wie die aus Crysis ein bisschen. Schildweberin, alte Technologie, geborgen von Eloy und auf Nora-Leder gesteckt. Baut einen schadensabsorbierenden Kraftschild auf, braucht nach Abbauzeit zum Aufladen. What the fuck, Alter, was? Boah, was? Die Schadensabbau... Sind wir komplett gegen Schaden immun? Oder kriegen wir einfach nur weniger... Alter, das sieht so heftig aus. Boah. Oh shit, Leute, ihr wisst, was abgeht. Krass, geil. Haben wir das wenigstens noch gemacht, das ist doch cool, oder? Also, Leute, ich danke erstmal fürs Zusehen. Beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Wenn ihr Bock habt, lasst doch gerne eine Bewertung da. Wenn ihr Bock habt, schaltet beim nächsten Mal ein. Wenn ihr Bock habt, guckt doch gerne mal meine Social-Media-Seiten. Checkt die mal gerne ab, wenn ihr Bock habt, folgt. Ach komm, Quatsch. Wir hören uns beim nächsten Mal, Leute. Danke fürs Zusehen. Haut rein, tschüss.